Versicherungsmissbrauch. Ein willkommener Volkssport in der Schweiz. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei bei meinem Video. Gefällt dir unser Kanal, dann abonniere doch hier oben links den Kanal, du wirst immer informiert, wenn wir wieder ein neues Video releasen. So! Versicherungsbetrug ist ein Volkssport in der Schweiz. Tatsächlich, denken jetzt viele Leute. Ja, ich sage euch mal ehrlich, grundsätzlich viele Menschen haben die Meinung, ich habe jetzt eine Versicherung, ich muss sie auch nützen. Das widerspricht sich aber eigentlich ein bisschen mit dem Gedanken. Wenn wir das Wort genau anschauen, Versicherung, heißt es ja, man versichert etwas. Also man sichert ja etwas ab, dass man dann, wenn etwas passiert, nicht entsprechend in Probleme kommt. So, das ist im Prinzip das Thema, das wir heute angenommen. Ich gebe euch da mal ein bisschen Input über dieses Thema. Das ist wirklich ein großes Thema in der Schweiz und wird betrieben. Im Grundsatz gibt es zum Beispiel ein Schadenbeispiel. Jemand meldet, hey, mir sind 1000 Franken gestohlen worden bei einem Raubüberfall. Jo. Es hat sich dann aber hinausgestellt, dass diese Person einfach 1000 Franken für Sex, Drogen und Frauen in einem Bordell ausgegeben hat. Interessante Deklaration von einem Schadenfall. Dann noch eine zweite Geschichte. Im Grundsatz Auto. Ich fahre mit dem Auto, die Bremsen haben versagt und ich bin gegen eine Mauer geknallt. Tönt irgendwie noch plausibel, aber wo kommt der Haken? Technisch eigentlich hochfragwürdig. Im heutigen Zeitalter des Autos versagen die Bremsen höchst selten bis gar nie. Mit ABS und all diesen Sachen. Abklärungen haben dann aber ergeben, in diesem Schadenfall, dass die Bremsen noch von Hand manipuliert worden sind. Wahrscheinlich sogar noch eigenständig. Oder dann noch die Schadenmeldung, hey, nach der Tunnelausfahrt bin ich ins Schleudergefahr gekommen und direkt in die Betonmauer reingedonnert. Die Tatsache ist dann, dass die Experten von der Versicherung diesen Hergang abfahren. Sie finden aber keine Spur von einer Kollision. Das heißt, bei einer Kollision hast du noch Bremsspuren oder Lack, der an der Betonmauer hängen bleibt. Und haben dann herausgefunden, dass der Kunde selbstständig sein Auto gegen die Mauer gefahren hat, damit er einen Schaden geltend machen kann. Eieiei, voilà. Also, das ist im Grundsatz wirklich krass. Es gibt auch noch eine interessante Zahl, zum Beispiel 8% der Prämien bei den Motorfahrzeugbetreibern gehen auf Trickbetrüger. Das heißt, satte 700 Millionen Franken in der Schweiz werden in der Autoversicherung eine ausbezahlt an Trickbetrüger, wo gar keine wirklichen Schäden sind. Krasse Geschichte im Grundsatz. Wie schon angesprochen, Motto einfach, hey, ich habe jahrelang die Prämie bezahlt, ich will jetzt auch mal profitieren. Dass aber die Versicherung einerseits eben versichert und andererseits auch eine sogenannte Gesellschaft ist, das heißt, die nichts haben, zahlen die, die einen Schaden haben und du dann vielleicht auch mal davon profitierst, das vergisst man eigentlich so im heutigen Konsumgesellschaft immer ein bisschen. Was gibt es sonst noch für Motive für Versicherungsmissbrauch? Beispielsweise wird das Velo überbewertet, also man macht dann zum Beispiel aus einem Budget-Bike ein Giant-Fahrrad, das natürlich dann teurer im Wert ist und man der Versicherung angeben kann und dann bekommt man mehr ausbezahlt, als das man wirklich hat. Fragwürdig. Oder man macht ein klassisches, einfaches H&M-Portemonnaie beispielsweise zu einem teuren Louis Vuitton Krokodilleder-Portemonnaie. Okay. Und dann bekommt man das zurückgeschattet. Oder dann macht man eine Kompaktkamera zu einem teuren Spiegelreflexkamera. Das ist aber auch der Grund, warum das viele halt dann bei den Gesellschaften immer noch eine Kaufquittung oder Kaufbestätigung
verlangen. Weil, jo, ich kann ja nicht immer sagen, ich habe meinen Ferrari irgendwie verloren, ist geklaut worden, vielleicht habe ich gar keinen Ferrari. Also seid euch einfach ein bisschen bewusst, dass die Versicherungen im Grundsatz Nachweise wollen. Da gibt es noch ein Beispiel, das ich mir aufgeschrieben habe, und zwar der Kiosk. Ein Kiosk hat gemeldet, dass über 80 Stangen Parfüm und Schnaps geklaut wurden. Das ist noch eine heikle Menge. Problematik war einfach, bei diesem Kiosk war eine Überwachungskamera, wo man dann gesehen hat, dass im Grundsatz die Leute die Türe aufgemacht haben und die Sachen einfach fein säuberlich rausgetragen haben und es gar kein Einbruch war, sondern es war ganz klar Versicherungsbetrug. Oder dann noch, der Mann fährt gegen die Mauer und deklariert das als Parkschaden, obwohl er selber gegen die Mauer gefahren ist und das eigentlich kein Parkschaden ist. Also das ist ein bisschen das. So, nun ein bisschen habe ich euch mal ein bisschen sensibilisiert betreffend Versicherungsmissbrauch. Nebst dem, dass eigentlich immer ein Beweis oder eine Quittung oder ein Tathergang verlangt wird, ist es aber mittlerweile auch so, dass die Versicherer verstanden haben, hey, wir müssen dem einen Riegel schieben und es gibt ein neues Informationssystem, das nennt sich HIS, welches den Versicherern jetzt absolut erlaubt, Kunden einzutragen, wenn Unregelmäßigkeiten auftreten. Das heißt, man macht jetzt, sage ich ein so salopp gesagt, eine schwarze Liste von Leuten, die entsprechend Versicherungsmissbrauch nachweislich begeben haben. Und das finde ich eine sehr gute Sache, weil es kann nicht sein, dass Leute einfach nur profitieren, die Versicherung zahlt aus und andere, die es dann wirklich nötig haben, kommen keinen Rappen über. Also das ist neu und darum sage ich euch jetzt ganz ehrlich, Versicherungsmissbrauch hat einfach keinen Wert mehr. Und denkt daran, eine Versicherung ist da, um euch abzusichern, um Risiken einzudämmen und sie ist nicht da, einfach zum Auszuschlachten. Je mehr ihr eine Versicherung ausschlachtet, desto mehr wird sie teurer. Bestes Beispiel hierfür ist die Krankenkasse. Da hat man irgendwie von 1996 Einführung bis jetzt eine Wertsteigerung und Prämiensteigerung kann um sagenhafte 200%. Warum? Weil Herr und Frau Schweizer mittlerweile etwa 10.000 Franken Krankheitskosten haben pro Jahr. Logisch steigt dann die Prämie. Das geht irgendwo nicht auf. Prämie einnehmen versus Schadenzahlung. Also, seid euch das bewusst, seid ein bisschen nachhaltiger, seid wirklich auch nicht den Gedanken gegangen, eine Versicherung ist da zum Konsumieren, die ist da für Schutz, wenn es wirklich Notfall ist und etwas passiert, was unvorhergesehen ist. Und das passiert immer noch sehr viel. Und für das, was ich auch da sind. Aber nicht einfach, ich habe jetzt bezahlt und nach mir die Sinnfot. So, hast du vielleicht ein gutes Beispiel zu diesem Thema Versicherungsmissbrauch? Dann unten kommentieren, liken, feedbacken. Folge uns auf unseren Social Media Kanälen, würde mich sehr freuen. Und falls du es noch nicht bist, sei easyinsurance.ch und bei uns ganz ohne Versicherungsmissbrauch. Bis dann, mach's gut, ciao.